Der Tasmanian Tiger Compagnio 30. Dieser Tagesrucksack oder vielleicht sogar zwei Tagesrucksack hat das Potenzial, ja, eine ganz besondere Stellung bei mir zu bekommen. Ja, nämlich Anstellung als Tagesrucksack. Wenn du wissen willst, was dieses neue Teil kann und warum ich das wirklich sehr gern mag, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de la Beauté. Es ist mir wieder eine Freude, einen neuen Rucksack vorzustellen, und zwar Compagnio 30 von Tasmanian Tiger. Dieser Rucksack ist sehr, ich sage jetzt mal, spartanisch ausgerüstet, also nicht so mit 100.000 kleinen Taschen und Möglichkeiten, sondern einfach nur ein leichter Rucksack mit 30 Litern, ein Hauptfach, dann ein Deckelfach, ich zeige dir gleich alles. Und das taugt mir total, weil dadurch das Eigengewicht, und das ist nämlich einer der großen Vorteile, massiv gering ist. Schauen wir uns alles an. Übrigens, das hier ist billige Eigenwerbung. Das bedeutet, ich gebe dir den Link natürlich auch in meinen Shop und da kannst du dir alles anschauen. Und eins noch, gib dem Video doch bitte jetzt gleich einen Daumen nach oben. Das ist super, da freut sich YouTube und da freue ich mich und du dich auch und danke. Aber jetzt zum Rucksack selbst. Wie ich schon gesagt habe, das Teil hat ein Hauptfach und nicht mehr. Und das wird hier oben, wie bei den Modular-Bags, die es gibt, geöffnet, und das finde ich absolut großartig, denn du hast hier ein Zweiwege-Reißverschlusssystem, ja, also ich kann da jetzt auch gleich wieder zumachen, was ich nicht tun werde, und dann kann ich hier das Deckelfach aufmachen. Da ist dann vielleicht, auf das muss man aufpassen, also wenn du hier Ziegelsteine einpackst, werden die boom, das hier machen, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich lege dann auch gleich den Rucksack hin und packe ihn gemeinsam mit dir aus, aber einfach so als Gefühl. Das heißt, du hast hier relativ raschen Zugriff auf die Teile und das finde ich super. Also so ein Top-Loader, das ist total super. Was nämlich jetzt hier unterschiedlich ist zu den Modular-Bags, 30 zum Beispiel habe ich auch schon vorgestellt, da geht der Zip dann weiter und du kannst es komplett auflegen für diesen, ich sage jetzt mal, taktisch-militärisch polizeilichen Einsatz, sagen wir das mal so. Oder Erste Hilfe, so irgendwie die Richtung. Aber das hier, das ist wieder so ein richtiger, cooler Wander-, Bushcraft-, Outdoor-Rucksack, wo wir reinwerfen und das Zeug dann einzeln wieder rausnehmen und viel nachdenken. Das finde ich super. Ja, jetzt werfen wir gleich einmal einen Blick in dieses Hauptfach. Also wie gesagt, Deckelfach schauen wir uns dann noch extra an. Du machst auf, wie gesagt, zwei Wege Reißverschlusssystem. Das Lustige ist, da ist auch so die Möglichkeit, ein Schloss davor zu geben, also ihn abzusperren. Das ist super, super gemacht. Hier jetzt im Deckel gibt es noch einmal ein Netzeinschubfach. Das sieht man auch durch. Das bedeutet, wenn du hier Ausrüstung integriert hast, die du sehen willst, damit du weißt, aha, da habe ich mein Zahnbürstel und da habe ich meine stinkerten Socken. Weißt du, die Kombination ist cool. Zahnbürstel und stinkerte Socken in einem Fach ist super, aber unabhängig davon, du siehst es gleich, dass es so ist. Nein, das musste jetzt einfach sein. Das heißt, wir haben hier noch einmal eine durchaus brauchbare Tasche, Netztasche. Und dann eben dieser Toploader. Ich habe jetzt hier von Tasmanian Tiger, the main jacket, habe ich auch einmal vorgestellt, und bei mir liegt eine super Jacke, passt da jetzt rein, und da sehen wir jetzt gleich einmal den ersten Teil von diesem Innenfach. Und das ist nämlich das Interessante, du hast trotzdem ein modulares System mit dabei. Was meine ich damit? Nämlich hier an dieser Stelle, ich habe jetzt hier zwei modular Einschubteile gemacht, ich weiß jetzt nicht genau, wie die alle heißen, aber ich könnte jetzt trotzdem Ordnung im Rucksack haben, indem ich sage, hier, das ist meine Navigationstasche, gibt es auch alles bei uns im Shop. Und das poppe ich mir hierher, Holoderio, wie man in Österreich sagt, und kann trotz alledem Ordnung haben. Weil ich weiß, in dem Fach sind jetzt dann wirklich die Zahnputzsachen drinnen, damit die nicht bei den stinkenden Socken sind. Also das ist diese Idee. Und natürlich, das Tasmanian Tiger hat da ja vieles an Zubehörteile, mag ich extrem gern. Also das ist möglich, weil hier eben ja dieses Flauschi-Bauschi mit eingebracht ist. Dann ist hier eigentlich für die Trinkblase, die ich ja überhaupt nicht einsetze, aber ich nehme meinen Reini raus, meinen Bushcraft Beaver mit. Meinen kann man hier über den Deckeladapter genau anhängen, damit, wenn ich den außen trage, dann ist das immer so, ja, der hat eine Waffe mit. Und so habe ich das schön verdeckt bei mir in meinem Rucksack getragen. 42 AK-Form ist in Österreich ja wurscht, aber vielleicht in Deutschland nicht. Das heißt, ich kann, wenn ich durch ein Wohngebiet gehe, durch eine Siedlung gehe beim Wandern, den hier hinten einpacken, habe ihn trotzdem an der richtigen Stelle, und dann, wenn ich wieder im Wald bin und Bushcrafte, packe ich ihn aus, weil das ist eh wurscht. Ja? Vielleicht nicht per Gesetz, aber in der Realität. So, dann hier noch einmal, also da passt wirklich einiges rein. Und da dann auch noch ein Erste-Hilfe-Set mit dabei. Das ist jetzt vielleicht an der Position nicht gut. Aber, und das ist jetzt das Schöne dabei, das ist dann ein Sack, da schau hier, ein Sack, da ist nichts mehr, da ist nicht da noch ein Taschel und hier noch und da kann ich auch, sondern einfach am Rückenbereich, da kann ich in diesem Rückenbereich, kann ich mal die Modular-Sachen drauf
poppen. Und sonst ist es einfach ein Sack. Ich finde das so super. Wie du an meiner Stimme sicher gemerkt hast, ich bin da richtig fasziniert davon. Das taugt mir. Weißt du, ich habe viele CC-Rucksäcke und ich liebe die und die sind großartig und Pipifax. Aber eigentlich manchmal, nicht immer, es kommt auf die Situation an, wenn wir zum Beispiel ein Training geben, ein Spezialtraining, wo es um das Thema Wasser geht und ich dann 100.000 Fächer haben will, wo ich spezielle Ausrüstung bei einmal hingreifen zur Verfügung habe, ist das super. Aber oft, wenn ich einfach nur mit den Kindern hier im wunderbaren Buschkräfterei auf Waldurlaub.at unterwegs bin, Waldurlaub.at, hier noch einmal eine Werbeeinschaltung, dann ist es so, dass ich einfach das Zeug reinhauen will und fertig. Ich brauche das nicht auf einen Griff, damit es schnell geht, sondern es ist mir wurscht, dann suchen wir halt ein bisschen. Und das kann ich mit dem Ding tun und das ist der große Vorteil, er hat extrem wenig Eigengewicht. Ich verrate das dann nachher noch. Aber jetzt machen wir hier wieder zu. Wie gesagt, zwei Wege Reißverschlusssystem und hier sieht man das jetzt ganz gut. Man kann da wirklich mit einem Vorhängeschloss arbeiten. Also jetzt nicht mit einem riesigen, sondern mit einem kleinen. Ja? Und absperren. Dann gibt es das Deckelfach. Und beim Deckelfach ist es jetzt so, kann man auch aufmachen. Sonst wird es kein Fach geworden. So, es ist so mit dem Deckelfach, man kann es aufmachen. Boah, die Information war jetzt wirklich top. Aber zurück zum wirklichen Informationsgehalt. Du hast hier noch einmal im Deckel sozusagen auch wiederum transparente Taschen, die mit einem kleinen Reißverschluss aufgemacht sind. Da kannst du dir jetzt zum Beispiel ein Paracord oder irgendeinen anderen Hubble reinmachen, denn die sind relativ klein, was aber kein Nachteil ist. Geht sich auch alles ganz gut aus. Ich habe jetzt hier ein Swiss, ich glaube, ist das der Workchamp irgendwas? Egal, stehe ich voll drauf. Gibt es übrigens auch bei uns im Shop, Victorinox-Messer, wenn du da drauf stehst. Dann liegt hier noch etwas, das ist ein Flexicord. Dazu komme ich dann nachher noch. Flexicord mit dabei, das ich aber nicht montieren werde. Ich werde das nicht tun. Wir werden dann noch außen uns den Rucksack anschauen. Und dann hast du hier zwei eben von diesen Fächern, kleineres und ein größeres. Hier passt auch noch was rein, habe jetzt hier auch eine Erste-Hilfe-Sackerl dazugegeben oder was auch immer du haben magst. Also du hast hier auch noch einmal Raum, denn der ganze Rucksack hat ja 30 Liter. Und da ich will meine Hand nicht ins Feuer legen und ich habe den nicht mit Wasser angefüllt, um wirklich sicher zu gehen, dass ich da 30 Liter Wasser reinpacken kann. Ja, ich meine das ernst, ja, nein, das ernst. Nein, Spaß beiseite. Aber TT ist das, was ich in der Vergangenheit erfahren habe, sehr, sehr, sehr konservativ. Das bedeutet, meistens geht sogar noch ein bisschen mehr rein. Also sie sind nicht so nach dem Motto, 30 Liter und dabei sind es nur 27,8, aber es werden ja 30, wenn man kaufmännisch aufrundet, sondern das passt, auf das kannst du dich verlassen und das finde ich halt einfach super bei denen. Wie auch immer. Hier unten in diesem kleinen Bereich kannst du auch noch Ausrüstung mit einbauen. Also das fällt dir nicht gleich raus. Das ist, wenn du den Rucksack jetzt hast und den Deckel aufmachst, fällt dir das Zeug, das du da montiert hast oder eingelegt hast, nicht gleich raus. Das finde ich super. Dann zwei D-Ringe. Ich habe jetzt hier einen Säuerfilter angebracht. Dann hier zwei Einschubfächer. Und diese Einschubfächer sind so groß, dass zum Beispiel jetzt hier so ein klassisches Geldbörsel oder das ist ein Passport, bla bla bla, auch von Tasmanian Tiger, wunderbar reinpasst. Das ist super, super, super. Platz ohne Ende. Wirklich Platz ohne Ende. Und die Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, was ist das Eigengewicht? Das verrate ich noch, daher noch beim Video dranbleiben. Das gesamte System ist meiner Meinung nach eben für einen Tagesausflug überhaupt kein Problem. Auch für zwei Tage kein Thema. Aber, und da ist jetzt der große Punkt, wir müssen uns überlegen, wie wir da einen Schlafsack raufbringen. Dazu werfen wir einen Blick auf diesen Rucksack. Warum der so leicht ist, ist, weil hier erstens einmal ein anderes Material ist. Nicht dieses Cordura, den 700, keine Ahnung was, ja, kannst du alles anschauen, ich merke mir das nicht, ja, sondern ein anderes, so ein, ich weiß es nicht, ist das Nylon oder ich habe keine Ahnung. Dadurch ist es leichter und das finde ich super. Wenn ich bin selber schwer, da brauche ich nicht noch einen schweren Rucksack, der ein Eigengewicht hat, das halb so schwer ist wie ich, wobei ist jetzt übertrieben, aber du weißt schon, was ich meine. Das heißt, leicht und kompakt, das macht es dann aus, dass ich den Rucksack im leeren Zustand aufhebe und sage, ja, das ist Luft. Also umso leichter das Eigengewicht des Rucksacks, umso besser für mich, sehe ich das zumindest so. Besonders, wenn ich keine modularen, taktischen Spezialsachen dazu brauche, sondern einfach nur einen Rucksack, der cool ausschaut. Man muss der gefallen, ist ein anderes Thema. Übrigens, natürlich der Link in meinen Shop, wir haben den. Ich glaube, den gibt es in Oliv. In Oliv, glaube ich, habe ich ihn schon einmal gesehen, aber auch in einem Grau und in Schwarz. Schau dir ganz einfach um. Ich weiß es nicht so genau, für das gibt es ja den Shop. So. Kompressionsmöglichkeit gibt es hier auch, wie du siehst. Das ist hier standardmäßig mit eingebaut. Das heißt, du kannst hier oben deinen Rucksack etwas schmäler machen. Soll bedeuten, ich habe ihn unten komplett angefüllt, aber ab hier ist nichts mehr, weil ich nicht mehr reingebracht habe. Dann kann ich hier oben zuziehen und dadurch das Volumen verringern. Dann schlankelt das nicht so hin und her. Und das ist gut, schlankeln, also sich hin und her wabbeln, so, ja. Das kann ich auf beiden Seiten machen, gute Sache. Hier, das Tragesystem,
Boah, ich vergesse das immer. Schau es dir ganz einfach an. Aber du hast hier diese harte Schale. Ich vergesse wirklich immer, wie das heißt. Aber was ich dir von dem hier sagen kann, ich habe das zum Beispiel bei meinem Citybag und bei noch einem, den ich im Autobereich habe, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, das ist gut. Das ist wirklich gut. Na klar, kann man da ins Schwitzen kommen. Aber schau, wenn du den höchsten Gipfel da oben auf waldurlaub.at erklimmst, ja, wenn das nicht die Wildruhezone wäre, also es gibt hier eine Wildruhezone, ja auch bei uns, aber andere Berge kannst du dann erklimmen und du gehst da rauf und es ist heiß und du schwitzt, dann schwitzt sowieso wie Sau. Also es macht wirklich keinen großen Unterschied, weil die Frage auch immer wieder kommt wegen dem Schwitzen. Ist einfach so. Tagessystem schaut wirklich sehr vernünftig aus. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht wirklich testen können. Hier jetzt auch diese Lasercut-Einschnitte, das heißt, auch hier könnte man ein Toolpocket oder ähnliches anbringen, an D-Ring, verstellbar, Brust und sowieso und überhaupt. Und es gibt auch einen Hüftgurt, den ich abmontieren werde. Schön, dass man das auch kann. Das sind eben die dazugehörigen, das sind jetzt keine D-Ringe, sondern Gurthalterringe. Weiß ich nicht, wurscht. Auf jeden Fall werde ich den ausfädeln, weil um meine Hüfte passt das nicht. Das liegt nicht am Rucksack, sondern an mir. Aber das jetzt vom System. Ich weiß, ich habe noch immer nicht verraten, ob man da einen Schlafsack drauf bringen kann, aber ich werde es tun. Seitlich habe ich jetzt hier die Möglichkeit, den Trinkschlauch rauszubringen. Das ist da, wo ich das Messer aufgehängt habe. Könnte man ja einen Trinkblasen-Dingsbums draufgeben, die ich nicht leiden kann. Egal. Hier kann man auch noch einmal bei der Schulter einstellen, um das Gewicht dementsprechend zu verlagern. Auch Längen verstellbar. Das ist alles ganz logisch. Ist wirklich super. Schlafsack? Ich persönlich sehe da wenig Möglichkeit, weil das Flexicord, das ich dir vorher gezeigt habe, könntest du hier einfädeln. Da sind so außen solche kleinen Bereiche mit dabei. Das könnte man einfädeln, aber da einen Schlafsack draufgeben, das wird irgendwie schwer. Dann gibt es vorne noch eine Fronttasche, auf die man zugreifen kann. Aber da ist es so, das ist eine wirkliche Tasche. Also ich kann nicht in den Inhalt des Rucksacks reingehen. Ist das beim Raidback so? Ich werde schon alt und kenne mich schon überhaupt nicht mehr aus. Aber es gibt doch einen Rucksack von TT. Kann ich seitlich aufmachen und auf die Teile, die unten, ist auch ein Toploader, zugreifen. Ich kenne mich schon überhaupt nicht mehr aus. Egal, auf jeden Fall könntest du tun, indem du ein Messer oder eine Schere nimmst und das aufschneidest. Und dann kannst du auch reingreifen. Aber dann hast du halt kein eigenes Fach. Das Fach wäre sowieso nicht groß genug, um einen Schlafsack anzubringen. Also, und das ist nämlich genau der Punkt. Da wird es jetzt schwer. Wenn du im Sommer unterwegs bist und nur einen kleinen Sommerschlafsack mit dabei hast, dann wird sich das ausgehen, weil du es einfach in den Rucksack hineinpackst. Wenn du im Winter unterwegs bist bei minus 20 Grad und mit einem Rucksack, mit einem Schlafsack, weil du keinen Daunen hast, der irgendwie kleiner ist, sondern mit so einem riesigen, weiß ich nicht, Carinthia Defense 6 oder einen Extreme Sleeper, keine Ahnung, irgendwas, oder was der Paul Miltek kauft oder so weiter, dass solche großen Brocken sind, dann wird es sie einfach nicht ausgehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Idee. Ich kann das unten, es sind unten dafür keine Riemen vorgesehen, also es sind keine Aufnahmen dazu da, sehe ich schwierig an. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn du auch so breit gebaut bist wie ich und sagst, du, ich kacke da drauf, ich brauche dieses Hüftding sie nicht, dass du vielleicht diese kleinen Teile dazu missbrauchen könntest, um dir hier Schlaufen zu bauen und da unten einen Schlafsack drauf zu hängen. Das ist natürlich blöd, weil es bommelt da immer am Hintern, aber das könnte funktionieren, wenn du den Rucksack nicht, den Schlafsack nicht nach innen einbauen willst. Atap oder so kleine Teile, das kriegt man alles rein, für den Sommer absolut ausreichend, da kann man auch 2 Tage draus machen. Tagesrucksack ja 100 Mal. Wenn ich innen schlafen kann, werde ich ja nur einen Hüttenschlafsack mitnehmen, weil ich in einer Schutzhütte übernachten werde oder in einer anderen Art von Unterkunft, dann geht sich das alles aus. Aber so richtig, ich kriege da Anfragen, das sind Leute, die 5 Tage draußen schlafen wollen im Winter und mich fragen, ob ein 30 Liter Rucksack ausreichend ist oder ein Mission Pack oder so irgendetwas, um in der TT-Welt zu brauchen. Aber kann auch eine andere Marke sein, vollkommen egal, in diesem Bereich, da wird es ganz einfach eng werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Compagnon 30. 30 Liter Compagnon ist wirklich ein Compagnon und ich finde den Rucksack absolut, nein, ich sag's nicht. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr, sehr gut und kann ihn dir 100%ig empfehlen. Er wird mich jetzt, weil der ist jetzt relativ neu, ich habe noch keine Erfahrung, ich werde den jetzt testen und dann in einigen Monaten dir wieder sagen, ob ich das noch immer so gut finde und ob ich noch immer so den so toll finde oder sowieso und überhaupt. Und jetzt bist du dran, nämlich indem du mir einen Kommentar schreibst. So, aber jetzt einen Kommentar schreibst, was du von diesem Rucksack hältst, ob du der Meinung bist, René, komm, das ist doch dein Compagnon 30, yeah. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst, ob du das System gut findest. Und ich habe eine Sache noch nicht verraten, glaube ich, und zwar, wie schwer das Teil ist.
Und das ist ja das absolut Beste. Das nette Teil wiegt nur 916, 17 oder so irgendwas Gramm. Also das ist ein Leichtgewicht und das finde ich total super. Link in meinen Shop findest du natürlich hier unten, weil das ist billige Eigenwerbung, das ist eh ganz klar. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, einen Daumen nach oben, den wunderbaren Ausblick hier auf Waldurlaub.at im Buschkraftareal. Schau auch da vorbei, du kannst da deine Rucksäcke mal ausführen und ihnen auch wunderschöne Landschaft hier in Österreich zeigen. Das würde mir irrsinnig taugen. Es hat mich gefreut. Dein Rainer Rossmann. Ciao, ciao.